Ich stelle meine Zutaten zum Mookmaker-Kurs vor. Ich habe eifrig getwittert. Ich denke, Twitter ist das Tool für die Vernetzung und Kommunikation in einem MOOC. Hier kann man sehen, dass ich als Hamster 165 Mal getwittert habe unter dem Hashtag MMC13. Das Ganze ist eine Analyse der Universität Graz. Das sind meine Blogposts. Zuerst wollte ich nur ein bisschen lurken, was da so los ist. Ich war ja schon bei OPQ 11 und OPQ 12 dabei und hatte eine feste Vorstellung von einem MOOC, aber habe dann doch festgestellt, es ist immer wieder überraschend und ein bisschen anders. Und deswegen habe ich mich eigentlich immer mehr damit beschäftigt. Zum Start habe ich dann ein kleines Video gemacht in dem zweiten Blogpost. Hier geht es rund um meine zweite Woche. Ich habe dann viel mehr Zeit investiert, als ich geplant hatte. Hangouts mitgemacht, den Pearl-Tree gefüttert und gemerkt, dass auf immer mehr Kanälen Informationen auf mich einströmen. Den Talking Tom habe ich Ellen Trude zu verdanken. Sie hat als Impulsgeberin, ich glaube in der dritten Woche, Geschäftsmodelle mit redenden Tieren in einem Video gearbeitet. Und ich fand das so schön, dass ich das hier kurz auch versucht habe. Das ist noch eine Zusammenarbeit mit dem Talking Tom. Da wollte ich mich auch schon bedanken bei den Veranstaltern für den wirklich eindrucksvollen Einsatz. Und ich bin mit diesem Video sogar in den Katzen-Content aufgestiegen in einem Blog, der heißt bibliothekarisch.de, und da gibt es montags den Cat-Content. Das ist ein Video mit der iPad-App Explain Everything hergestellt. Ich beschreibe, wie ich im Verlauf des Kurses vorgegangen bin, was ich angeklickt habe und wie ich gearbeitet habe. Zum Twittern und Bloggen kam dann noch mein Pearl-Tree, hier eine Beispiel-Perle, das sind die Tools und Tutorials, die sich mit Kursinhalten beschäftigen. Hier habe ich mal notiert, was ich alles so benutzt habe. Vielleicht fehlt noch das eine oder andere. Zum Schluss noch eine CC-Lizenz. Auch das war Thema des Kurses Open. Es ging um Creative Commons und um Open Educational Resources.